So, wir beide werden jetzt ein cooles Produkt für Amazon FBA finden. Und zwar werden wir es auf einem bisschen anderen Weg machen, denn wir werden keine klassischen Tools benutzen und wir werden nicht nur ein Produkt finden, wir werden auch direkt wissen eigentlich, wie viel wir später verkaufen werden, zu welchem Preis wir später verkaufen werden und werden quasi schon den kompletten Plan eigentlich haben. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Deswegen lass uns direkt reinstarten. Vielleicht kurz vorher, falls du dich wunderst. Nein, ich bin gerade nicht in unserem Büro in Hamburg, sondern ich bin gerade in Bangkok. Das hier ist die Mall Icon Siam. Ich bin auf der Dachterrasse. Ziemlich geiler Ort. Also, wenn du mal hier bist, kannst du gerne mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, lass uns direkt mal durchstarten. Und wir sind jetzt einmal auf Amazon und werden uns einmal anschauen, wie finden wir jetzt hier geile Produkte. Ganz kurz, den klassischen Weg über zum Beispiel Tools wie das Amazon Seller System Tool, dass du hier einen Markt recherchierst, dass du dann hier eine Preisstufe aussuchst, dass du ein paar Kategorien aussuchst und vielleicht sagst, hey, es darf zu gute Bewertungen haben. All sowas funktioniert sehr, sehr gut. Es funktioniert auch weiterhin. Ich möchte dir nur einen weiteren Weg zeigen, einfach damit du halt mehrere Optionen hast, auf die du zurückgreifen kannst. Und ich habe hier was rausgefunden, was fast niemand ausnutzt gerade. Vielleicht sogar niemand. Und zwar, wenn du Haupt-Keywords eingibst, wie zum Beispiel Katzenspielzeug. Das sind Keywords mit extrem hohem Suchvolumen, wo aber der Kunde in dem Fall noch nicht genau weiß, was er eigentlich möchte. Dann findest du extrem relevante und interessante Produkte, weil du musst jetzt einmal dich in den Kunden hineinversetzen. Wenn jetzt jemand Katzenspielzeug angibt, dann hat er eine Katze, sucht ein Spielzeug, weiß nicht genau, welches Produkt er möchte. Und er wird am Ende ein oder mehrere Spielzeuge kaufen, die ihn halt überzeugen. So. Und das heißt, diese Produkte haben das Potenzial, einmal auf Amazon gut zu performen, weil sie das schon machen, haben aber gleichzeitig auch das Potenzial, auf Social Media zu überzeugen, weil sie ja tatsächlich Leute, die noch nicht genau wissen, was sie wollen, überzeugt haben, das Produkt zu kaufen. Weil Amazon rankt Produkte nur, wenn die Kaufwahrscheinlichkeit hoch ist. Und das heißt, dass es in der Vergangenheit häufig verkauft wurde. Und in dem Fall jetzt ist es häufig sogar so, dass diese Produkte zwar extrem begehrt sind, aber die Abwicklung dahinter extrem schlecht ist. Und das ist immer ein ganz, ganz großes Potenzial für uns als Amazon-Händler, wenn wir sehen, dass Leute einfach keinen guten Job machen. Wir haben hier drei Produkte, die jeweils über 1000 Verkäufe haben, sogar der über 2000 Verkäufe, fangen auch mit dem an, aber schlechte Bewertungen haben. Und da können wir uns jetzt natürlich anschauen, was kannst du da besser machen und wie müsste man das Produkt später anbieten und auch vermarkten, damit das Ganze funktioniert. Ganz wichtig, das hier ist ein Elektronik-Spielzeug, deswegen würde ich dir nicht empfehlen, das am Anfang zu machen. Nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil die Registrierungsprozesse für elektronische Artikel sehr, sehr aufwendig sind. Und wahrscheinlich werden wir gleich in den Bewertungen sogar sehen, dass teilweise die Elektronik nicht so funktioniert hat, wie es sein sollte. So. Fangen wir einmal an, die schlechten Bewertungen durchzulesen. Also, hier ist jemand enttäuscht davon, wie der Ball von der Lautstärke ist und wie viel er sich bewegt oder auch nicht bewegt. Hier ist jemand enttäuscht über die Qualität. Auf anderen Quellen bereits für 45, also für 45 Cent. Das hier ist ein klassischer Kunde für Temu. Das heißt, solche Produkte wollen wir deshalb auch nicht anbieten, weil solche Kunden zieht man in vielen anderen Produktkategorien gar nicht an. Dann hier, Produkt ist kaputt und die Katze ist nicht interessiert. Ganz wichtig, wenn die Katze zum Beispiel nicht interessiert ist, daran kannst du an sich nichts machen, weil du hast keinen Einfluss auf die Katze. Aber du kannst die Erwartungshaltung des Kunden schon mal ein bisschen optimieren, weil so ein Spielzeug zum Beispiel oder auch Essen oder sonst was wird niemals von jedem angenommen. Das ist halt Geschmackssache. So. Aber hier sieht man, häufig ist es einfach sehr, sehr billig. Deswegen wurde es zwar viel gekauft, aber es funktioniert halt einfach gar nicht so, wie die Leute sich das wollen oder wünschen. Und das ist schon mal ein erstes Potenzial. So, wenn wir jetzt mal bei dem Produkt bleiben, dann würden wir im nächsten Schritt gucken, was ist eigentlich hiervon so das Keyword, wo die Leute schon wissen, was sie wollen. Und das wäre zum Beispiel hier jetzt Katzenball mit LED. Oder vielleicht auch nur Katzenball. Schauen wir gleich mal. Wenn man Katzenball hat mehr Suchvolumen, LED ist wahrscheinlich noch spezifischer. So, wir sehen dann hier, der Kollege ist ein Tick teurer, hat bessere Bewertungen. Relativ viele haben schlechte Bewertungen. Weil insgesamt das Ganze einfach nicht so, ja, wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Also wir sehen ja, umso günstiger das Produkt ist, umso schlechter sind die Bewertungen. Das ist übrigens auch kein Zufall. Das ist, weil du schlechte Kunden anziehst mit niedrigen Preisen. So, um das zusammenzufassen, in dem Fall ist das ein Produkt, wo die Leute sich irgendwie ein bisschen kaputt sparen. Wir sehen zum Beispiel hier, der für 32 Euro hat bessere Bewertung als, ja, der jetzt hier, der für 13 Euro hat auch gerade bessere Bewertung als, obwohl der macht es auch für 13, okay. Dann in dem Fall nicht. Aber wir sehen, also das Ganze kann man auch teurer anbieten, ein bisschen hochwertiger anbieten. Das sieht auch schon hochwertiger aus, schon auf den ersten Blick. Und verkauft sich trotzdem. Das heißt, das hier ist sehr, sehr interessant. Jetzt ist das Ding, der Kollege hier
hat halt, wenn wir jetzt mal in die Keywords schauen, im Endeffekt hat der nur, klicken wir es da kurz rein, also 127 Sales, 4.500 Euro Umsatz, also auch nicht schlecht, profitabel wird es auf jeden Fall auch sein. Der hat hier Katzenspielzeug Selbstbeschäftigung drin, was ein Suchvolumen hat von 16.000, aber Katzenspielzeug an sich hat er nicht mit drin. Und ja, das ist halt einer der Gründe, auch dass er halt ein bisschen teurer ist und nicht jeden Kunden anspricht oder eine bessere Zielgruppe anspricht, die vielleicht weniger vorhanden ist, aber dafür auch weniger Kopfschmerzen macht. Aber vor allem greift er gar nicht das richtige Suchvolumen ab und könnte hier sehr, sehr viel optimieren. Und auch du als neuer Anbieter hast ja schon gesehen, was die Leute stört. Der Ball muss sich mehr bewegen, leiser sein. Und im Endeffekt siehst du, dass die, die richtig viel verkaufen, eigentlich ihre Suchvolumina hiervon holen. So, kurze Werbung in eigener Sache. Wenn du dieses Video guckst, hast du wahrscheinlich Interesse, auf Amazon zu verkaufen, weißt aber noch nicht genau, wie das Ganze funktioniert. In diesem Video lernst du schon viel. Wir veranstalten am 3.3., also am 3. März um 11 Uhr deutscher Zeit, ein Live-Webinar und du kannst dort mit dabei sein. Es wird komplett gratis sein, extrem wertvolle Inhalte für dich haben. Wenn du Bock hast, in den Onlinehandel erfolgreich einzusteigen, wird dir zeigen, wie du die richtigen Produkte findest, wie du Hersteller findest aus Asien, aber natürlich auch aus der EU, wie du hochpreisiges Marketing richtig angehst und damit im Endeffekt das perfekte Fundament legst für ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen. Deswegen, wenn du Bock hast, unter diesem Video findest du den Link, kannst dich kostenlos anmelden. Ich freue mich auf dich und jetzt weiter mit dem Video. Und jetzt ist dann deine Aufgabe, dass du herausfindest, okay, wie kann ich bei diesem Keyword hier, wo die Kunden nicht wissen, was sie kaufen wollen, direkt überzeugen. Und gute Möglichkeiten da zum Beispiel sind ein geiles Video, wo du erklärst, warum dieser Katzenball das perfekte Katzenspielzeug ist. Weil du weißt ja auch da, was die Kunden eingeben, du weißt, was deren Wunsch ist und du weißt dementsprechend auch, was du an sie kommunizieren musst, um sie zu überzeugen. Das heißt, du musst da nicht so viel drauf gehen, warum dein Katzenball besser ist als jetzt andere. Das musst du unter einem Keyword wie zum Beispiel Katzenball. Aber du musst vor allem erstmal zeigen, warum es das perfekte interaktive Katzenspielzeug ist. So, das ist ein erstes Produkt. Dann haben wir das zweite hier. Haben wir eine Katzenangel. Ist tatsächlich ein Produkt, was ich selber schon mal verkauft habe, als Zubehör zu einer Katzenstreumatte. Sonst noch einmal nur der Zusatzartikel. Aber cooles Produkt. Und auch hier sehen wir 3,5 Sterne Bewertung. Katastrophal. Wenn wir jetzt mal hier reingucken, dann sehen wir kurznebig und gefährlich. Gefährlich ist das Dringendere. Das heißt, wir schauen uns erstmal das hier an. Meine Katze ist ständig mit den Zähnen in den Befestigungen aus Metall hängen geblieben. Hat sich verfangen. Habe ich erst nicht gemerkt. Wäre ich nicht zu Hause gewesen, hätte sie sich auch noch verletzen können. So, das heißt, ganz, ganz wichtig bei dem Produkt ist, dass du es so gestaltest, dass sich die Katze nicht daran verletzen kann. Vielleicht sogar auf Naturstoffe zurückgreifst, sodass die Katze im Worst Case, sogar wenn sie zerfetzt und halb ist, keine Plastikvergiftung hat, sondern ja, trotzdem noch gesund und munter weiterlebt. Und hier geht es, denke ich mal, auf die Stabilität. So. Das heißt, auch hier sehen wir, ich will jetzt nicht alle Bewertungen durchlesen, aber meistens wiederholt sich sowas, weil das sind dann tatsächliche Mängel. Und auch hier sehen wir, der Anbieter gut gemacht hat, ist, dass er halt unter dem Keyword Katzenspielzeug gut gerankt wurde. Das Hauptding ist ja eigentlich Katzenangel. Und hier sehen wir, dass wir ja auch hier schon jemanden haben, der es teurer anbietet, aber auch nicht besser performt. Also hundertprozentig, kurz auch da zu Zielgruppenverständnis, hundertprozentig hast du ja die Möglichkeit, teurer zu sein. Warum? Weil Leute für ihre Haustiere Geld ausgeben. Haustiere werden höher gewichtet teilweise als das eigene Wohlbefinden. Und wir sehen zum Beispiel, hier machst du eine für 18 Euro, man hat 300 Sales, was vernünftig ist. Hier einer für 15 Euro, hat 800 Sales und auch bessere Bewertung. Das heißt, man sieht hier genau das, was ich gerade sage, dass mit einem höheren Preis die Leute, weil du halt besser in das Produkt investieren kannst, zufriedener sind, du bessere Bewertung hast. Und das Einzige, was die hier nicht verstanden haben, diese ganzen Katzenangelanbieter, woher kommen eigentlich die meisten Kunden? Und die kommen halt nicht über Katzenangel, sondern über Katzenspielzeug in dem Fall. So. Das ist ein ziemlich geiler Ansatz in der Produktrecherche, weil du von Anfang an schon weißt, was ist mein Produkt, was ist das Problem an dem Produkt und was ist mein Marketingplan später. Und damit weißt du schon, auf welche Kunden du später zugreifen wirst. Und dann siehst du halt, dein Worst Case ist, okay, du kriegst nur die Katzenangelkunden, dein Best Case ist, du kriegst die Kunden für Katzenspielzeug und du siehst ja, dass dann nochmal das 5, 6, teilweise 10-fache des Suchvolumens. Und wir können ja mal gucken, bei Katzenangel, wie hoch ist da das Suchvolumen? Wahrscheinlich, ja, 3.000 sein, das andere hat 90.000, das heißt das 30-fache.
Das heißt, es gibt einmal den Markt und dann gibt es den Markt, auf den du zugreifen kannst, wenn du vom Produkt her alles richtig machst, von der Produktentwicklung alles richtig machst und dann das Marketing auch richtig aufbaust. Und das ist wirklich, wenn du es von Anfang an planst, ein extrem smarter Move, sage ich mal. Und gehen wir auch in unseren Mentorings immer so an, dass wir direkt gucken, welche Kunden können wir alles abgreifen. Und häufig verkaufen wir da mehr als die Mitbewerber und die checken gar nicht, warum. Weil die sagen, hä, wir sind doch beide unter den gleichen Keyword, Katzenangel, voll sichtbar. Der ist sogar teurer als ich bin sogar günstiger. Warum kaufen die Kunden nicht bei mir? Und ich glaube, das hast du jetzt verstanden, warum die Kunden bei uns kaufen und nicht bei Mitbewerbern. So, wenn du Bock hast, mit Amazon FBA zu starten, in die Produktrecherche zu gehen, kannst du hier dieses Tool 7 Tage lang kostenlos testen. Es macht immer Sinn, ein Tool zu haben, alleine um die Verkaufszahlen gegenzuchecken und all sowas. Genau, aber die Recherche, sag ich mal, muss nicht immer dort starten. Damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, ganz, ganz liebe Grüße aus Bangkok und ja, bitte zweite mein Cocktail, oder was heißt Cocktail, mein Smoothie schlürfen und mach's gut.